Also ich glaube sogar, dass die Kunst in Lernveranstaltungen grundsätzlich dabei sein sollte. Sie ist ein guter Öffner für die Themen. Sie reflektiert die Themen nochmal auf eine andere Art und Weise. Sie hebt sozusagen das eigentliche Lernthema immer heraus und bringt es nochmal auf eine analoge Art und Weise sehr spielerisch und eben mit dem Anspruch der Kunst. Und die Kunst hat immer eine Form der Ästhetik. Und wenn die Ästhetik ins Spiel kommt, werden Menschen immer sehr wach, sehr aufmerksam. Und das erhöht um ein Vielfaches dann, glaube ich, auch das Gelernte aufzunehmen, zu verarbeiten und selber in Analogien unterwegs zu sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bringe den Ton mit rein, also Musik, Trommel, Percussion, irgendwas in diese Richtung, es kann aber auch klassische Musik sein, dann sind Menschen automatisch, glaube ich, von ihrer Grundschwingung her ganz anders eingestimmt für den Lerninhalt. Und das ist unglaublich förderlich. Das ist mit Bildern so, das geht aber auch mit Theater. Ich meine, Business-Theater ist uns allen ja nun mittlerweile bekannt. Es gibt auch mittlerweile auch noch andere Formen. Ich habe mit vielen Gruppen zum Beispiel zum Thema Steinbearbeitung gearbeitet. Und selbst sowas kann man tun, um Lerninhalte nochmal richtig nachhaltig zu verankern.